Na, mein Krankenhaus ist in bester Ordnung. Heute haben wir ein paar besondere Neugeborene. Ich sollte mal nachsehen, wie es unseren ungewöhnlichen Babys geht. Ja, das ist der richtige Raum. Ist der Chef weg? Super. Und warum schmeckt der Kaffee aus seiner Tasse immer besser? Eines Tages wird es meine Tasse sein. Ah, Hilfe! Diese Babys sind nicht nur ungewöhnlich, sondern auch unberechenbar und sogar ein bisschen gefährlich. Wenn ich mir Mr. Walker so ansehe, sollte ich eine Karriere als Präsident der Entbindungsklinik noch einmal überdenken. Das war mein Lieblingsanzug von Tioa. Was ist das? Was ist denn los? Ah, Feuer! Warum ich? Gib das her! Ich kann das ewig anstarren. Ah! Der Morgen ist wirklich gut. Ich sehe, du hast nichts zu tun, stimmt's, Anderson? Also kann ich dich zur Arbeit schicken. Hier, jetzt bist du für sie verantwortlich. Vier kleine Elemente? Und wage es nicht, meine Tasse anzufassen. Joker? Oh nein! Beruhige dich. Es sind doch nur Kinder. Was kann schon passieren? Nun mal sehen, sie sind alle vier hier. Oh, es sieht so aus, als hätten wir da etwas Unangenehmes, aber ziemlich vorhersehbar. Ich muss ihnen die Windeln wechseln. Möge das Glück mit mir sein. Hi, Schatz. Ah, sie ist noch klein, hat aber schon so ein feuriges Wesen. Oh, oh, oh. Wasser. Aber gerade noch rechtzeitig. Aber jetzt bin ich ganz nass. Und jetzt kommt auch noch die Luft. Wer hat das Kind mit Erbsenmilch gefüttert? Wow, ich hatte Glück, dass ich in dieser Reihenfolge angefangen habe. Also bleibt nur noch die Erde übrig. Vorsichtig. Oh, Blume, so schön. Wie riecht sie? Oh nein, nicht gut. Nein, dieser Job ist nichts für mich. Ihr Kaffee, Mr. Anderson. Eines Tages werde ich reich sein und hier das Sagen haben. Und der Boss wird die ganze Drecksarbeit machen. Ja, so ist das Leben. Aber wie soll ich das machen? Ich habe eine Idee. Ich werde ein TikTok-Star und sammle Millionen. Also lass uns loslegen. Ja, wenn er solche Videos macht, wird Geburtshefter Anderson nicht so schnell populär werden. Heiliger Hippokrates, warum ist es so heiß hier drin? Ich habe gerade erst angefangen und bin schon ganz erschöpft von dieser stickigen Luft. Wie viel? Noch ein bisschen mehr und ich schmelze. Es ist klar, das kleine Feuer ist hungrig. Keine Sorge, Baby, ich werde dich jetzt füttern. Die Hitze kommt von ihr. Ich muss so vorsichtig wie möglich sein. Die spezielle Pfeffermischung wurde nur für dich gemacht. Ja, sie mag sie. Das ist gut. Wow, ich glaube, das reicht jetzt. Ruh dich aus, Mädchen. Okay, ich komme später zum Tanzen zurück. Was gibt es dort noch zu probieren? Wow, das sieht cool aus. Ich muss es wiederholen. Also, warte mal, nimm zwei. Ah, offensichtlich mache ich es falsch. Aber wie machen Sie es? Na, mein Luftmädchen, bist du satt? Na gut. Und nun ist es Zeit zu schlafen. Süße Träume. Oh, wow. Der Kleidertrick ist geschafft. Jetzt kann ich eine ganze Serie von solchen Videos drehen. Also 3, 2, 1, los geht's. Hatte Chris endlich Glück? Zumindest wird niemand jemals solche Videos haben. Ich bin berühmt. Wow! Was machst du denn hier? Ich habe schon fast 1 Million Views. Na und? Bis du neue Eltern für die Elemente findest, arbeitest du für mich. In der Tat, das sind eine Menge Ansichten. Und wie machen sie das? Das ist doch lächerlich. Also, ich habe noch eine Menge zu tun und einen wichtigen Anruf zu tätigen. Hallo, ich habe einen neuen Anzug bei dir bestellt. Der Boss hat gesagt, ich soll arbeiten, ja? Mr. Walker, hier sind ein paar neue Papiere zum Unterschreiben. Was? Alles klar. Toll, Luft, ich zähle wirklich auf dich. Enttäusche mich nicht, mein Mädchen. Und jetzt mach weiter. Ah! Es scheint, als hätte Chris beschlossen, sich an seinem Boss zu rächen. Oder führt er einfach nur etwas im Schilde? Das ist genau die Art von Hurricane, die ich mir erhofft habe. Gut gemacht, Luft. Und jetzt muss ich noch einen letzten kleinen Trick anwenden. Mr. Walker, noch eine Zeitung.
Mit was hast du sie gefüttert? Ändere die Ernährung der Babys. Ja. Nun, ich habe einen Elternteil für sie gefunden. Ich bin frei. Tschüss, Papa. Was? Ah, Hilfe! So bin ich ihr Vater geworden. Auch wenn es 20 Jahre her ist, erinnere ich mich an alles, als wäre es gestern gewesen. Habt ihr Fotos von erwachsenen Mädchen? Natürlich. Ich habe ein ganzes Album. Da sind Fotos von den denkwürdigsten Momenten drin. Tut mir leid, meine Kehle ist trocken. Hey, das Wasser ist aus. Sehr interessant. Wasser? Kein Problem. Wow, wer ist diese geheimnisvolle Frau? Das Alter fördert seinen Tribut. Erzähl mir vom Wasser. Was ist aus ihr geworden? Oh, Emily ist so klug. Ich berichte über die Bedeutung vom Wasser für unseren Planeten. Was für ein ernstes Thema. Oh, das ist meine Bestellung. So schön und elegant. Genau wie ich es mag. Ich kann dir meine Nummer geben. Nicht nötig. Ich spreche über Früchte. Wie schön sie sind. Sie hat die Chance verpasst. Ihr seid alle so süß. Hallo. Oh, hi. Vielleicht gibst du mir deine Nummer? Tut mir leid. Es wartet schon ein anderer Tisch auf mich. Warte, wo willst du hin? Lass ihn los, Emily. Er ist jetzt deiner würdig. Sieh dir lieber diese Schönheit an. Was für eine perfekte Form sie hat. Das ist die Geschichte. So lustig. Und die Erde hat sie so gut unterstützt. Übrigens, wie geht es ihr? Kannst du mir von ihr erzählen? Blume? Sie war nicht hier. Naja, soll ich dir von der Erde erzählen? Meine schöne Zone ist ein wunderbares Mädchen. Das ist die Party des Jahrhunderts. Lasst uns bis zum Morgengrauen tanzen. Wer amüsiert sich nicht gerne auf der Tanzfläche? Aber wenn meine Tochter Erde im Club auftaucht, fangen alle an zu tanzen, auch die, die es nicht vorhatten. Zumindest erinnern sich die Schüler noch lange an solche Partys. Wow, ein toller Tanz. Mir ist nun schlecht. Es ist heiß hier drin. Ich hätte gerne etwas Kaltes zu trinken. Barkeeper. Okay, dann mache ich es selbst. Oh, Entschuldigung. Bringen wir es in Ordnung. Tolle Party, nicht wahr, Mädels? Ja, wirklich klasse. Mein armer Kopf. Was ist hier los? Es scheint, als ob Mr. Walkers mysteriöse Reaktion der Gäste auf seine Geschichten unglückliche Folgen haben könnte. Stopp! Jetzt ist mein Schreibtisch ein einziges Durcheinander. Und ich mag es, wenn alles an seinem Platz ist. So ist es besser. Und da bringen wir es auch wieder in Ordnung. Was ist mit Luft? Atschi! Oh, Luft! Nun, ich kann dir auch etwas über meine liebe Carol erzählen. Also, wo war ich? Ach ja, wir diskutieren weiter über unser neues Thema. So langweilig. Ich werde jetzt schlafen. Mir fallen die Augen zu. Es ist gut, dass meine persönliche Wolke immer bei mir ist. Besser als jedes Kopfkissen. Ah! Carol hat uns wieder mit den Windströmen hineingezogen. Wir müssen sie aufwecken. So wie immer. Also, was die Charts angeht. Oh nein, Carol scheint wieder einzuschlafen. Ich muss sie aufmuntern. Ich bin eine leckere Pizza. Wusstest du, dass Pizza ein Kuchendiagramm ist, das anzeigt, wie viel Pizza du noch übrig hast? Schon wieder Wissenschaft? Ich gehe schlafen. Der T-Rex wird definitiv den Tag retten. Ich war eines der größten Raubtiere an Land. Langweilig. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Carol, bitte schlafe nicht ein. Das ist wirklich lustig. Ich liebe Cheerleading. Professor, wir warten darauf, dass Sie unserem Team beitreten. Nun, der Kaffee ist kalt. Und ich mag es, wenn er kochend heiß ist. Was möchtest du noch wissen? Du hast nichts über Feuer gesagt. Oh ja, unsere feurige Rose. Ich kann nur im Kamin gut schlafen. Es ist Zeit, einen neuen Tag zu beginnen. Er verspricht, hell zu werden. Das sind meine besonderen Mädchen. Ich habe sie wie eine Familie aufgezogen und liebe sie sehr. Oh, wie rührend. Sie sind einfach wunderbar. Ich danke dir. Ich bin sehr stolz auf sie. Freunde, denkt ihr auch, dass hier etwas nicht stimmt? Was glaubst du, wer diese Frau ist? Teile uns deine Ideen in den Kommentaren mit.